So, willkommen nochmal zum Kongress. Guten Morgen am 34C3. Der letzte Tag, ganz früh am Morgen, und es sind ganz viele Leute da, das ist toll. Ich freue mich sehr, dass Anita Hopes hier ist vom Mietshäuser-Syndikat. Sie hat 2010 ein Syndikatsprojekt gegründet und ist seitdem im Mietshäuser-Syndikat aktiv und kommt aus Marburg. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Ist so in der Zeittaktung dieser Veranstaltung, dass hier quasi eine vor dem Frühstück Veranstaltung. Umso mehr freue ich mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer ganz ungewöhnlichen Form des Hackings. Es geht quasi um analoges Hacken. Das heißt, das Mietshäuser-Syndikat verwendet die Strukturen, die normalerweise den Besitz organisieren, also eine GmbH, einen Verein, und verkettet die in einer ungewöhnlichen Form, um ein neues Ergebnis zu erzielen, nämlich eine Verwaltungsform im weitesten Sinne, eine selbstbestimmte Verwaltungsform für Eigentum. Und das hat eben die Parallele zum Hacken, dass die Tools, die es schon gibt, anders und kreativ verwendet werden, um ein neues Ergebnis zu erzielen. Das klingt jetzt erstmal gut, aber der Weg dahin ist ein bisschen mühselig auch, weil so GmbHs und Verwaltung im Allgemeinen eine trockene Materie sind. Und das schauen wir uns jetzt mal an und fangen einfach an, indem wir uns erstmal fragen, wozu macht man das? Ist ja allgemein bekannt, dass der Wohnungsmarkt kapitalistisch organisiert ist und diese Organisationsform verursacht einfach dauernd steigende Mieten. Außerdem sehr abgehobene Immobilienpreise, das kann man auch hier in Leipzig gerade in den letzten Jahrzehnten drastisch beobachten. Und natürlich Kündigungen als ziemlich fatales Ende für ein Mietverhältnis, was dann meistens denjenigen, denen gekündigt wird, eher ungelegen kommt. Wenn dir das jetzt nicht passt und du aber gar kein Privateigentum kaufen kannst oder willst, dann gibt es noch einen anderen Weg, und der geht dann so: vernetze dich und im Sinne dieses Kongresses tu was. Was wir machen ist, wir kaufen ein Gebäude und wir entprivatisieren es. Wir verwalten das selbstbestimmt und vernetzen uns dabei solidarisch. Und das Ganze, ohne es dafür privat besitzen zu müssen. Ganz oft, wenn ich Beratungen für neue Wohnprojekte mache, hakt es an der Stelle immer wieder. Weil die Vorstellung, dass man was kauft und es dann nachher selbst besitzt und damit ganz eng dadurch verkettet ist, ist so ein mentales Hindernis. Und das ist aber jetzt bei dieser Form überwunden und das hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel sind oft Menschen, die ein Wohnprojekt anfangen, gar nicht in der Lebenssituation, dass sie jetzt sagen, okay, und hier bleibe ich jetzt für die nächsten Jahrzehnte oder 40 Jahre oder 50 Jahre, auf einen Zeitraum, auf den sich eine Abzahlung einer Immobilie zum Beispiel rechnet. Und deswegen ist es umso besser, dass man eben dann nicht 50 Jahre an das Gebäude gebunden ist. Weil man eben oft sich gar nicht entscheiden will, 50 Jahre an dem Fleck zu bleiben. Das heißt also, um das ganz klar vorwegzuschicken, man wohnt weiter zur Miete und kann dadurch aber auch frei ein- und ausziehen, wie bei einem Mietverhältnis. Man kauft auch keine Anteile an dem Objekt oder an der GmbH. Und das ist einfach einer der Schlüssel dazu, warum das Ganze in meiner Wahrnehmung so gut funktioniert. Die so gehackten Häuser sind danach auch unverkäuflich geworden. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man sich vorstellt, wie sowas passiert. Also eine Gruppe kauft ein Haus, meistens ist es in einem Zustand, der dann auch noch renoviert werden muss oder saniert werden muss oder einfach über viele Jahre immer durch viel Eigenengagement aufgewertet wird. Wenn eine spätere Generation in einem Wohnprojekt dann aus was für Gründen auch immer nicht so vernetzt wäre, wie das jetzt hier oder auch vielleicht durch andere Lösungen möglich, nicht vernetzt ist und deswegen eine spätere Generation zu der Entscheidung kommt, das Objekt wieder abzuverkaufen, dann entsteht bei vielen Menschen der Eindruck, das ist ungerecht den Gründergenerationen gegenüber. Und es ist auch für viele Menschen, die einem Hausprojekt Geld leihen, wichtig zu wissen, das Ding hat Kontinuität. Also da wird nicht irgendwann später irgendjemand anders sich dran bereichern.
Und deswegen ist dieser Clou, dass man im weitesten Sinn dafür sorgen kann, dass das Objekt nicht später weiterverkauft wird und damit eben auch dem Immobilienmarkt entzogen ist, einfach ein Teil des Clues bei diesem Methode des Hackings. Ah, also, wer alle schon mal Ahnung von Selbstverwaltung hat und irgendwas probiert hat, gemeinsam mit Leuten auf die Beine zu stellen, weiß, das ist ein Haufen Arbeit. Und ein Objekt zu finden, zu kaufen, die Kaufverhandlungen zu führen, eine GmbH zu gründen, mehrere Termine bei Notaren, das ist also für die meisten Menschen einfach erstmal kein Spaß. Und man fragt sich dann also, wozu? Weil das sehr viel ehrenamtliches Engagement und Zeit bedeutet. Und meine Antwort darauf ist deshalb, schöner wohnen mit weniger Kapitalismus. Wir haben uns entschieden für das Mietshäuser-Syndikat. Das ist eine Organisation, die gibt es seit 1992. Das ist aber auch so, dass die Vorläufer davon in den frühen 80ern stecken und somit auch eine Parallele zum CCC hier gegeben ist, weil das ein sehr ähnlicher Zeitraum ist, in dem beide Initiativen oder Vernetzungen so angefangen haben zu wachsen. Aktuell sind 125 Hausprojekte in der Bundesrepublik so vernetzt. Und das Format, über das ich spreche, ist also eine Verknüpfung von Vereinen und mehreren GmbHs. Jetzt schauen wir uns eine Karte an, auf der wir sehen, dass die Verbreitung, wenn das hier so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, ich mache das jetzt so. Und zwar ist das ein randomisiertes Auftreten der Positionen von Wohnprojekten. Und der Punkt ist, die kommen jetzt relativ schnell da, die einzelnen blauen Projekte, alle einzeln. Aber in Wirklichkeit geht das natürlich sehr langsam. Und das ist auch ein Haken, wenn wir über den Immobilienmarkt nachdenken. Oft wird ja der Vergleich von Heuschrecken gewählt für jetzt Spekulationen mit Immobilienobjekten, auch mit ganzen Häuserzügen oder Stadtteilen, die gentrifiziert werden. Und das Syndikat und selbstorganisierte Vorgänge im Allgemeinen haben einfach keinen so einen Heuschreckencharakter. Ich würde es eher mit einer Schildkröte vergleichen. Das bedeutet, es ist einfach langsam. Es kommt auch zum Ziel, aber anders. Und das ist einfach auch sehr unpraktisch, weil so Kaufentscheidungen manchmal einen dabei überholen. Also ich würde das gerne so beschreiben, dass das ganze System sehr, sehr gut funktioniert. In den Fällen, wo es funktioniert. Aber weil es ein selbstorganisierter Vorgang ist, sind Kaufentscheidungen einfach manchmal zu langsam. Das möchte ich ganz klar als Haken benennen. Und wir haben am Ende auch Zeit für solche Fragen und können dann sehen, ob hier mehr Fragen kommen als in den anderen Vorträgen, die ich bisher angeschaut habe. Ich würde mich freuen. Von vorne betrachtet geht es also los, dass eine Gruppe von Leuten, entweder weil sie ein Haus sucht und gemeinsam wohnen möchte, oder, das ist der häufigere Fall, Menschen wohnen in einem Gebäude und das kommt dann die Mitteilung, das Gebäude wird verkauft. Ab dann und dann gibt es einen neuen Vermieter oder so. Oder, ach so, ja, sie können auch gerne ein eigenes Kaufangebot auf den Tisch legen. Und damit sind ja die meisten Leute erstmal überfordert, weil man so denkt, so was? Und vielleicht sind auch viele Wohnparteien in dem Haus. Man muss sich erstmal abstimmen. Das ist ein Teil von diesem langsamen Prozess, den ich eben erwähnt habe. Aber wenn die Menschen in dem Haus sich einig sind und es losgehen kann, geht der Weg so. Man kann einen Hausverein gründen und eine Hausbesitz GmbH gründen. Man muss genug Geld organisieren. Die gute Botschaft ist, man braucht kein eigenes Geld. Viele Menschen denken bei Gebäudekauf immer an, ja, und wie viel Eigenkapital brauche ich denn? Wenn man Geld gut organisieren kann, das heißt, man kann gut drüber sprechen, man kann wirklich sinnvoll darstellen, wie das verwendet werden wird, habe ich festgestellt, dass es enorme Möglichkeiten gibt, von Privatpersonen Geld für Projekte zu bekommen. Zu Zinssätzen zum Beispiel zwischen 0% und 2% verzinst und in einem ganz bestimmten Format. Auf das komme ich nachher nochmal. Und das
kann dazu führen, dass die einfach der Anteil des Geldes, den man dann noch von Banken dazu leihen muss, sehr klein ist oder vielleicht sogar bis null geht. Wenn alles klappt, kauft dann die Hausbesitz GmbH das Haus. Soweit haben wir jetzt noch kein Syndikat in diesem ganzen Vorgang. Und viele Hausprojekte gehen auch einen solchen oder einen ähnlichen Weg und vernetzen sich dann anders oder gründen eher eine Genossenschaft oder gründen noch einen anderen Verein. Es ist also so, dass an dieser Stelle eigentlich eine ganz, ganz vielfältige, auch kreative Möglichkeiten gibt, es noch anders zu machen. Das möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben, weil das jeweils vor Ort auch schon ganz verschiedene Initiativen gibt. Die sind nur nicht so leicht zu sehen wie das Syndikat, weil dadurch, dass sie nicht vernetzt oder gebündelt sind, erstmal hat man nicht so eine direkte Ansprechinstitution. Aber man kann sie überall finden und die sind auch immer jeweils sehr spannend und haben auch sehr gute Lösungen. Wenn man es jetzt aber so macht wie das Syndikat, dann haben wir in der Mitte die Hausbesitz GmbH, da ist auch so ein bisschen das Haus angedeutet, damit wir sehen können, das ist sozusagen das Haus, um das es geht. Und als erstes, wenn wir links gucken, gibt es den Hausverein. Im Hausverein sind die Menschen organisiert, die in dem Haus wohnen. Und die betreiben auch den ganzen Alltag des Projekts. Die beschließen auch, wie hoch die Miete ist. Die beschließen auch über die Jahrzehnte entweder Mietsteigerungen, Mietsenkungen oder besonders schön einfach, dass sie gleich bleiben kann. Und das Syndikat auf der rechten Seite abgebildet ist wirklich im Alltag später nur noch wichtig, um zu verhindern, dass das Projekt alleine auf die Idee kommen könnte, das Haus wieder abzuverkaufen. Und die GmbH hat genau zwei Anteile. Einer gehört dem Hausverein, einer gehört der GmbH. Es werden auch keine weiteren Anteile gebildet oder verkauft. Und da kann sich auch sonst niemand einkaufen, weil alle, die das so machen, wollen, dass es auch genauso bleibt. Das wiederholen wir nochmal, weil der Witz ist, dass das Syndikat auch von der GmbH, also um diese mittlere Struktur zu kaufen, nur 12.400 Euro bezahlt. Viele Menschen denken beim Syndikat, das sei wie so eine große Organisation, die viele Häuser einkauft. Und das ist nicht der Fall. Es gibt sehr, sehr viele Hausprojekte und die machen alles sehr, sehr selbstständig. Es gibt eine Vernetzung für Know-how und es gibt viel Beratung und Rückkopplung. Aber wenn es um Geld geht, dann gibt das Syndikat eben diesen etwas kleineren Anteil als die Hälfte von 25.000 Euro, die man braucht, um eine GmbH zu gründen. Hier habe ich nochmal die Syndikats GmbH als Vernetzungs GmbH beschrieben. Und das Stimmrecht innerhalb dieser Hausbesitz GmbH ist also zu gleichen Teilen. Und das heißt also mit einem extra nochmal zusätzlich eingebauten Vetorecht. Das heißt, wenn eine Seite auf die Idee käme zu verkaufen, sagt meistens die andere nein. Das habe ich schon gehabt, das wiederhole ich gerne. Es werden keine weiteren Anteile gebildet und verkauft. Hier haben wir jetzt den Überblick. Um anzudeuten, dass es 125 sind und weil das die Grafik wirklich dann sprengen würde, haben wir hier jetzt auf der linken Seite einmal vier verschiedene Projekte in verschiedenen Städten abgebildet. Und links sind die Hausvereine. Da sieht man auch, dass da geht es um die Menschen. In der nächsten Spalte ist die GmbH-Struktur für die Verwaltung und den Besitz eines jeden Gebäudes. Und dann sehen wir in dem orangen Kasten die Mietshäuser-Syndikats GmbH, die beteiligt ist an jeder dieser einzelnen Haus-GmbHs. Und diese Vernetzungs-GmbH, die Mietshäuser-Syndikat GmbH, hat nur einen einzigen Gesellschafter und das ist der Verein, das Mietshäuser-Syndikat. Dieses wiederum setzt sich zusammen aus Einzelpersonen. Man kann auch, wenn man die Sache gut findet, als Einzelperson Mitglied werden, auch ohne in so einem Projekt zu wohnen. Aus den einzelnen Hausvereinen und aus Gruppen, zum Beispiel neuen Projektgruppen, die noch nicht durch die formale Zugehörigkeit, durch die anderen Wege Mitglied sind. Der Zweck der Vernetzung ist also Wissenstransfer und solidarische Vernetzung. Die Solidarität besteht einerseits natürlich wirklich in der Beratung, das heißt, es gibt so eine E-Mail-Liste und unter anderem. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Frage hat, weil man noch nie vorher eine GmbH betrieben und also die ganzen Buchhaltungen so dafür abgewickelt hat und schreibt eine Frage in diese E-Mail-Liste,
dann ist es anders als bei vielen anderen E-Mail-Listen, wo dann nichts zurückkommt lange. So, dass wirklich mehrere Projekte sich melden und sagen, also bei uns ist das so und bei uns machen wir das so und frag doch mal so und so. Und das ist wirklich viel wert, wenn man sich in diese Form der Arbeit begibt. Durch die Vernetzung ist, wie gesagt, der Abverkauf, die Wiederprivatisierung sozusagen, abgesichert und auch die hineingesteckte Arbeit, das muss man sich auch vorstellen, bleibt sozusagen dem Projekt und den zukünftigen Generationen des Projekts dann erhalten. Das war jetzt alles sehr formal. Parallel zu diesen ganzen Institutionen, GmbHs, Vereinen und so weiter, passiert ganz, ganz viel bei den Menschen, die sich entschließen, das Ganze durchzuziehen. Man lernt einfach ganz viel und pläniert auch. Also das ist wirklich auch Zeit, die vorhanden sein muss, damit das alles funktioniert. Es gibt gemeinsames Erlernen von Entscheidungsfindungswegen. Man lernt auch dieses ganze Geld, was einem nicht gehört, vernünftig auszugeben und sich gemeinsam immer im Konsens darüber zu einigen, wie das ausgegeben wird. Und das korrekte Betreiben der Institutionen, die man jetzt gegründet hat, die muss man auch lernen. Auf der Ebene mit dem Syndikat gemeinsam gibt es Beratungsgespräche. Das heißt, am Anfang eines Projekts kommen Menschen, die schon lange Projektarbeit machen, die in der Region aktiv sind vom Syndikat. Oder vielmehr ist eigentlich umgekehrt, oft kommen die neuen Hausprojekte auf die Regionalberatungen zu und sagen, hallo, da sind wir und das ist unser Haus. Meint ihr, das macht Sinn? Und dann sitzt man eben in einem völlig überfüllten WG-Wohnzimmer oder an einem Küchentisch und berät, ob das passen kann. Und außerdem lernt man die Syndikatsstruktur kennen und man versteht die Hausfinanzierung. Es gibt eine wunderbare Tabelle, mit der man einfach berechnen kann, was nachher der Quadratmeterpreis sein wird. Das heißt, man hat ein Angebot meistens für den Preis der Immobilie und den trägt man ein. Und dann ist die Tabelle schon so vorstrukturiert, dass ungefähr alles, was man sich vorstellen kann, auch Rücklagen für zukünftige Renovierungen einfließen und am Ende der Quadratmeterpreis rauskommt. Das macht auch Spaß, mit dieser Tabelle zu spielen, weil man kann dann sagen, okay, wir verhandeln und der Preis geht runter um 100.000 Euro und dann, wow, jemand hat rausgefunden, die Dachsanierung kostet 150.000 Euro. Dann gehen die wieder rein in die Tabelle und dann heißt, ja, wir kriegen noch einen neuen Kredit geliehen für 1,5%. Das trägt man auch ein und dann kommt immer der Quadratmeterpreis am Ende raus, sodass man schon vor dem Kauf vom Haus wirklich sich überlegen kann, generieren wir eigentlich ein System, was funktionieren kann. Und das ist gut, dass die Leute das immer so vor Ort machen, weil die meistens das Stadtviertel, die Mietpreise insgesamt in der Gegend, die Vermietbarkeit sozusagen in der Stadt sehr gut kennen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man das alles richtig einschätzt, damit man über lange Jahrzehnte ein funktionierendes Modell hat. Weil man die ganzen Direktkredite, die man einwirbt, also die Kredite von Privatpersonen, die ohne die Verwendung einer Bank einem solchen Projekt geliehen werden, die will man zuverlässig zurückzahlen. Und dafür braucht man all diese Einschätzungen, Ortskenntnis, weil das einfach die Stabilität mit sich bringt dann. Und wie gesagt, man verwendet beides. Man kann einfach normale Bankkredite verwenden. Je nach dem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, kann das höhere oder niedrigere Zinsen bedeuten. Und die als Nachrangdarlehen bezeichneten Ausleihungen von Privatpersonen an ein Projekt haben eben, das ist eine Absprache innerhalb des gesamten Projekts, zwischen 0% und 2% als Zinssatz. Auf der ganz großen Ebene des Syndikats gibt es die MV, die Mitgliederversammlung, und da gibt es verschiedene Inhaltsschwerpunkte und Workshops, aber vor allen Dingen auch die Vorstellung von neuen Hausprojekten. Das heißt, die Stelle, wo wir vorhin im Gespräch waren, wo die Regionalberatung mit dem neuen Hausprojekt spricht, ist so die Vorstufe, und wenn dann diese Tabelle erstellt ist und das Projekt weiterhin dabei ist, gibt es die Vorstellung auf der MV. Und das ist eine sehr wichtige Situation, weil da auch nochmal Menschen aus ganz, ganz vielen Städten zusammenkommen, teilweise mit bis zu 30 Jahren Erfahrung, und stellen dann Fragen. Und die lassen das Ganze dann nochmal weiter ausreifen und eventuell muss ich das Projekt nochmal vorstellen oder
das ist ein ganz tolles Gefühl, weil es ist ungefähr dann so ungefähr so viele Leute, wie ihr jetzt seid. Und dann, wenn das Projekt sich vorgestellt hat, gibt es so ein Konsensabfrageverfahren, wie man auch mit einer sehr großen Gruppe basisdemokratisch arbeiten kann. Und dann, wenn die dann aufgenommen werden, ist das einfach immer ein ganz toller Schritt, weil einfach klar ist, okay, das taugt. Und diese Konsensfindung ist auch was, was sich über die Jahrzehnte in dieser größeren Struktur entwickelt hat. Also es gibt einfach so Entwicklungen von Fähigkeiten, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Außerdem entwickelt sich die Syndikatsstruktur von dem gesamten Syndikatsverein weiter. Es kommen immer neue Aufgaben. Zurzeit gibt es zum Beispiel auch Anfragen, wie man das international organisieren könnte. Ob also, wenn man ein Gebäude im Ausland kauft, das auch so eine Vernetzungsmöglichkeit gibt. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Man braucht kein Eigenkapital, aber die Fähigkeit, Geld zu organisieren. Man wohnt zur Miete und hat aber dabei viele Zusatzaufgaben und sehr viel Verantwortung durch die Selbstverwaltung. Und das Mietshäuser-Syndikat ist eine Methode, um selbstverwalteten Wohnraum im Gegensatz zu Profitinteressen abzusichern. Das TUVAT hier kann zum Beispiel auch bedeuten, entprivatisiere deinen Hackspace oder deinen Wohnraum oder tu dein Geld in Form eines Nachrangdarlehens einem Syndikatsprojekt leihen. Wer noch Fragen dazu hat und gerne nachher noch weiter sprechen möchte und das in diesem Saal aber so natürlich nicht passt, kann mich gerne gleich noch an der Rakete draußen treffen. Und als Ausblick möchte ich gerne mit auf den Weg geben, das Syndikat im Internet findet man einfach in der Adresse syndikat.org. Aber es gibt, wie gesagt, auch ganz andere Formate als das Mietshäuser-Syndikat. Und ein Anlaufpunkt kann sein, zum Beispiel hier in Leipzig, ein Verein. Da gibt es einen großen Überblick über die phänomenale Vielfalt von anderen Organisationsformen. Und hier in Leipzig gibt es zum Beispiel 11 Syndikatsprojekte und ein Vielfaches von anders organisierten Projekten. Gibt es Fragen? Danke, Anita. Ihr kennt das Spiel, stellt euch an die Mikrofone, wenn ihr eine Frage habt. Wir haben auch einen Signal Angel. Hat der Signal Angel Fragen? Ja. Ja, hat er. Dann fangen wir doch direkt mit dem Signal Angel an, während ihr euch an den Mikrofonen aufstellt. Es gibt eine Frage bezüglich der dieser Hausprojekte. Gibt es da Erfahrungen, wie mit den Alltagsschwierigkeiten umgegangen wird, wenn da zum Beispiel jemand zahlungsunfähig wird oder die Wohnung verwahrlosen, irgendwie so normale Dinge, sag ich mal, zwischenmenschliche? Ja, also die Frage war nach Alltagsproblemen oder konkret Sachen wie eine Zahlungsunfähigkeit. Das ist so, die einzelnen Projekte haben oft auch schon sowieso viel Erfahrung mit gemeinsamem Wohnen vorher. Aber wenn das nicht ausreicht, ist es so, dass man entweder über die Regionalberatung oder auch über die MV oder über eben andere Möglichkeiten, untereinander Kontakt zu halten, sozusagen das Schwarmwissen genutzt wird und die Menschen sich austauschen können. Es gibt auch auf den MVs gezielt Workshops, zum Beispiel für Konfliktlösungen oder für bessere Kommunikationsstrukturen im Projekt. Sowas ganz Konkretes wie eine Zahlungsunfähigkeit lösen die einzelnen Projekte immer für sich allein. Das heißt, es, also erstmal, wenn es wirklich dramatisch wird, kann man auch suchen, ob es noch solidarische Lösungen gibt. Aber insgesamt ist es so, dass die Hausprojekte sehr, sehr autonom sind und bisher solche Probleme auch immer sehr, sehr gut gelöst wurden. Wir fangen mit Mikrofon 3 an. Also vielen Dank erstmal für die Vorstellung dieses Wohnmodells. Entschuldigung. Ich bin selber in der Branche tätig. Ich bin Immobilienfachwirtin und vom gesamten Umfang her interessiert mich jetzt erstmal, warum diese Syndikatsstruktur gewählt wurde mit dem Verein als Überbau für die einzelnen Haus GmbHs. Ich könnte mir das auch vielleicht sogar unkomplizierter und besser vorstellen mit einem Verein, der nur beratend tätig ist und die einzelnen Hausprojekte sich dann untereinander als GbR organisieren. Das erscheint mir irgendwie einfacher und natürlicher für diese Art zu wohnen. Je nachdem, also die Frage war nach der Struktur und welche Tools man jetzt verwendet, um das zu erzielen.
Das ist einfach so, dass viele Menschen bei einer GbR sehr davor zurückschrecken, dass du mit deinem kompletten Privateigentum haftest für das, was du tust. Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Da haftest du privat mit deinem ganzen Privateigentum, so wenig es auch sein kann, für die ganzen Kosten, die anfallen. Und das ist bei einer GmbH nicht so. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum diese Form nicht gewählt war. Aber wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. Das ist jetzt die, die hier sehr gut funktioniert. Aber es gibt sehr viele andere und es können jederzeit neue gefunden werden. Von 6 bitte. Mikro. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Mich würde interessieren, in welchen Szenarien eine Insolvenz dieser Hausbesitz GmbH denkbar ist und welche Rolle dann das Syndikat als Mitgesellschafterin spielt. Also tritt das Syndikat dann da in die Haftung oder so in solchen Situationen wie Zahlungsunfähigkeit oder so? Oder gibt es Möglichkeiten, wie die GmbH oder das Haus dann doch wieder in den Markt zurückfällt? Also den letzten Teil habe ich verstanden. Gibt es Möglichkeiten, wie die einzelnen GmbHs wieder auf den Markt zurückkommen? In dem sehr seltenen Fall, dass sowohl der Hausverein, die Haus GmbH, also dem einen Anteil der Haus GmbH besitzt und die gesamte Vernetzungs GmbH, das Mietshäuser-Syndikat, in dem Fall, dass beide Ja sagen zu einem Abverkauf des Gebäudes, kann das passieren. Der ist jetzt in den letzten 30 Jahren einmal eingetreten. Aber das wird, da aus dem Fall wurde sehr viel gelernt und es wird versucht, das in Zukunft zu verhindern. Den ersten Teil deiner Frage konnte ich akustisch nicht verstehen. Ja, mir ging es. Insolvenz. Das war der eine Fall, wo das aufgetreten ist, war eine Insolvenz. Da ist eine enorm lange und unglückliche Verkettung von Sachen zusammengekommen, aus jeder einzelnen wurde gelernt und ein sozusagen Tool entwickelt, um das in Zukunft zu verhindern. Aber dort war die Situation, dass zu hohe Baukosten aufgelaufen sind, ohne dass, also das Projekt war schon bewohnt oder teilweise bewohnbar, aber nicht komplett. Es fehlten Mieteinnahmen und trotzdem wurden ständig neue Bauinvestitionen getätigt, ohne im Auge zu behalten, was das für die kommenden Einnahmen bedeuten muss. Und die Einnahmen kamen nicht und das Projekt ging pleite. Und das ist wirklich so, dass es gut ist, in dem Sinne das zu wissen, weil daraus auch sehr viel gelernt wurde. Aber es ist möglich. Machen wir mit Mikrofon 1 weiter. Hallo. Meine Frage bezieht sich darauf, ob du Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Mietkosten und Werterhaltungskosten für diese Immobilien hast und ob du die zeigen kannst, genauso wie Finanzierungsstruktur. Und vielleicht eine zweite Frage 1.2 wäre dann, wie wird mit Prolongationsrisiken umgegangen? Angesichts der Minute, die wir noch haben, werde ich das nicht tun können insgesamt. Aber die Finanzierungsstruktur ist meistens so, dass zum Beispiel ein Drittel Bankkredite sind und der Rest des Kaufpreises und die ganzen ersten Renovierungskosten werden auch beim Kaufpreis mit dazu gedacht und geplant. Der Rest dieser Kosten dann aus Nachrangdarlehen, also aus Geld, was Privatleute den Projekten leihen, gestemmt wird. Das heißt, wenn man seine 5 Millionen dann trifft man mich nachher an der Rakete. Und da hinten, wo ich die Zahlen nicht sehe, die 4. Ah, sehr gut. Mich würde interessieren, wie der Cashflow ist. Ich habe nur verstanden, dass der Verein die GmbH gründet, aber was passiert, wenn das Haus abbezahlt ist und damit alle Kredite erledigt sind? Was passiert mit der Miete? Das gibt mehrere Möglichkeiten. Also erstens ist es so, dass die Direktkredite häufig nicht getilgt werden, sondern einfach durch neue Direktkredite ersetzt werden. Und der Zeitraum, über den wir jetzt reden, sind zum Beispiel 50 oder 60 Jahre. Und da es das Projekt jetzt seit 30 Jahren gibt, ist dieser Fall, soweit ich weiß, bei keinem Projekt bisher in der Form eingetreten. Außerdem generiert ein Gebäude im Laufe der Jahrzehnte wieder so viele Neukosten, dass man auch das mitdenken muss. Es kann also sein, dass es über sehr lange Zeiträume nicht eintritt. Es gibt aber die Möglichkeit, dass es einen Geldtransfer gibt und den gibt es sowieso als Grundsatz schon. Der ist auch sehr wichtig. Das ist der Solidartransfer. Das bedeutet, dass pro Quadratmeter, der in einem solidarischen Projekt vermietet wird, je nach Projekt zwischen 10 und 60 Cent gibt jedes Hausprojekt ab an das
Syndikat, um damit diese neuen Einkaufungen von halben GmbHs immer zu ermöglichen. Und das ist zum Beispiel ein Teil, der dann wachsen kann. Also wenn man wirklich eine dadurch die Abzahlung erreichte, gefallene Miete erreicht hat, kann man den Soli anheben oder noch andere Lösungen finden. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht so weit. Super, dann sind wir jetzt leider in der Zeit vorbei. Wir haben noch mehrere Fragen, aber an der Rakete vorne könnt ihr auch Anita gleich noch treffen und weiter darüber sprechen. Und vielen Dank nochmal, ja. Anita Hobbs vom Nizza-Syndikat.